Hallo liebe Freunde und endlich geht es weiter mit Neo, The World Ends With You, mein Englisch will immer bitte nicht beachten und freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe euch und euren Familien geht es gut. Ja, vor ein paar Wochen haben wir die Demo-Version gespielt gehabt und da das Ganze mir sehr gut gefallen hat und wir bei der Umfrage, also die Mehrheit für ja abgestimmt hat, ist das Spiel in den Warenkorb gelandet und ja, ich freue mich mega drauf, ich bin mega gespannt, wie das Ganze noch weitergeht und natürlich fangen wir auch da an, wo wir aufgehört haben. Also falls ihr den Anfang sehen möchtet, die Videos dazu findet ihr natürlich auf meinem Kanal oder ich kann mal versuchen, ob ich unter diesem Video die Playlist irgendwie hinzufügen kann. Und jetzt würde ich sagen, bevor ich hier noch minutenlang weiterrede, fangen wir einfach mal an. Let's go! So, es geht los. Tag 3. Warum schreist du so? Oh. Weil du schreist. Egal. Wir sind wieder hier. Okay, die Leben. あんな感じ前にも今日何やんだろう夢か。おい、俺今寝てたのか。リンドウさん、え、何ボケっとして してない。今日は何やんだろう。何も聞いてませんな。そろそろお知らせ来るかな。今日は散らばる文字を合わせよ。探し求める者へ扉が開く。文字集めるとターゲットと戦える。うん、簡単そうだな。なあリンドウ、ん、 翔香ちゃんが昨日言ってたこと覚えてるか？昨日？新しい能力者、また一人現れたんだよね。久しぶりに見たミカサ。かなりやっぱそうなんだけど、頼りないあんたらにはお似合いかも。南本さん入れても、うちはたった3人だろ。昨日のカノンさんも後ろに仲間いっぱいいたし。ああ。 仲間増やすべきじゃないかって思ってさ。うーん。<笑>あは、ストラテジー。って、そういえば今日は南本さん来てくれんのかな。イレギュラーな未知数の能力者、観測しねえとな。<笑>南本さん。南。イレギュラー。聞け、ゼプトグラムども。 ミッションは無視だ。え、いいの？ミッションとターゲットを省いた場合の損失は能力者を引き入れて明日補填する。仲間増やしてからってことか。いや、でもそんなに必要かな。なんかやばいって言ってたし、チームとかでうまくやれる人じゃなかったりとか。 まあどうにもまずかったらやめればいいんじゃん。<笑>俺はずっと3人だった方が心配かな。南本さんいれば何人分にもなるだろう。その辺のチームならそれでも問題ねえ。だがルーインを相手にするなら話は別だ。ルーインってそんなに強いんですか？桁違いの集合体とだけ言っておくぜ。 お前らが能力者に興味がねえなら置いていく。ま、待って。行くぞリンド。まずは情報を集めた。スキャン、スキャン。スキャン、スキャン。あ、行くって。Und weg ist er。どんなやつか全然わかんないのに。So, okay, ich würde sagen, bevor wir richtig loslegen, mache ich mal eine kleine Zusammenfassung. Und zwar, was alles schon passiert ist, weil die Demo-Version hat ja hier geendet.
Und zwar, wir als Rindo und unser Freund Fred, wir stecken in einer Spielwelt drin und müssen bei einem bestimmten Spiel mitmachen. Und dafür haben wir 7 Tage Zeit. Und falls wir das nicht schaffen sollten, stecken wir hier weiterhin fest, soweit ich weiß, also wie uns es gesagt worden ist und wie wir hier irgendwie hineingeraten sind. Anscheinend sind wir gestorben. Ja. Und was passiert, wenn wir gewinnen, wurde uns, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Also ich bin noch wirklich mega gespannt, wie das Ganze noch weitergehen wird. So, jetzt können wir loslegen. Gedanken der Leute erforschen. Okay. Oh mein Gott, heute ist unsere letzte Chance, diesen Spezialpin zu kriegen. Der den es im Hashiko-Café zum Promo-Menü dazu gibt. Oh. Yep, wir sollten uns schnell anstellen, nur solange der Vorrat reicht. Ah. Oh, hast recht, schnell rüber zum Querfront. Lindo! Ich frage mich, ob die es auf einen Spielerpin abgesehen haben. Wer hat es denn auf was abgesehen? Diese Mädels da, die haben irgendwas vom Spezialpin gefaselt. Klingt nach einem Hinweis, der uns zu diesem neuen Spieler führt. Klingt bisschen weit hergeholt, oder? Domo! Schon hinter dem neuen Spieler her? Ihr steckt ja voller Tatendrang. Wie süß. Oh. Hey, Shoki! Lasst mich raten, ihr setzt auf euer Glück und hofft, dass er oder sie euch einfach über den Weg läuft? Nee, wir haben einen Plan. Haben wir? Ist mir neu. Wisst ihr was? Ich will mal nicht so sein. Ich habe den Spieler gerade in der Center Gate gesehen. Echt jetzt? Und woher wissen wir, dass du uns nicht reinlegst? Wow, das nenne ich mal Kurzzeitgedächtnis. Wer hat euch denn überhaupt erst von diesem neuen Spieler erzählt? Du? Schön, dass dein Gedächtnis funktioniert noch halbwegs. Mir ist es egal, welchem Team der Spieler sich anschließt. Ich will unterhalten werden. Allerdings könnte es sein, dass ihn oder sie schon jemand angeworben hat. Das will ich doch nicht hoffen. Nee. Das willst du nicht hoffen? Versucht ihr überhaupt zu gewinnen? Ist euch klar, dass ihr auf dem letzten Platz festsitzt und die größten Luschen überhaupt seid? Mann. Wie dem auch sei, ich habe einen vollen Terminplan. Bye. Bis später, Versager. Aua, das hat weh. Amo! Wie schafft sie es nur so unausstehlich zu sein? Talent? Was soll's? Wir haben gerade noch doch eh keinen besseren Plan. Warum versuchen wir es nicht mit ihrem Tipp? Komm, gehen wir zu Center Gay. Von mir aus. Okay, zu Center. Sag ich das eigentlich richtig? Gay? Gay? Oder Gay? Gay? Ich weiß es nicht. Oh, was ist denn hier los? Oh. Ah, das ist doch Hashiko-Café. Wow, zieh dir die Schlange rein. So viele Leute dabei hat der Laden noch gar nicht geöffnet. Krass. Was meinst du? Ist das ein Blick wert? Nach dir. Oh, ich habe keine Zeit. Ich will den neuen Spieler finden. Bin gespannt, wer dieser neue Spieler ist. So, jo. Natürlich können wir erst hier nicht durch. Wollt ihr durch? Zu Center Guy? So sieht's aus und du lässt uns nicht, bis wir nicht dein Ziel erfüllt haben. Du machst das wohl nicht zum ersten Mal. Also, eure Aufgabe, holt euch im 104 Klamotten von Julie Becott. Ich soll mir einen neuen T-Shirt kaufen oder so? So sieht's aus, ein Teil von Becott reicht. Ich bin gespannt, was ihr euch aussucht. Also, wir brauchen ganz bestimmt nur einen Teil. Yep, eine Person, ein Kleidungsstück der Marke. Also ab mit euch und holt euch eine Ladung GB. Dann legen wir wohl einen Boxenstopp in 104 ein. Okay, wir brauchen Klamotten. Wird unsere Klamotten sich dann auch ändern? Da bin ich mal gespannt. Das wäre ja mega cool. Das wäre wirklich mega nice, wenn unsere Klamotten sich ändern würden. Oder bei bestimmten Filmszenen. Ah, da ist sie wieder. Hoch. Da ist sie. Ah, Fred ist verliebt. Na sowas, Fred, Rindo, dass ich euch hier treffe? Wie läuft die Buchstabenjagd, Jungs? Macht ihr Fortschritte? Yep. Also eigentlich nein. Oh, aber nicht nein, nein mehr, so ein Ja-Nein. Ganz toll, Fred. Oh, klingt als hättet ihr kein Glück, Jungs. Vielleicht bringt es ja Glück, dass wir dich getroffen haben. Na, du bist aber charmant heute. Wir sind ja eigentlich Rivalen.
Aber wenn ihr mal wen zum Reden braucht, bin ich immer für euch da. Also, ja. Hast du was von einem neuen Spieler gehört? Hab ich, aber nichts Genaues. Versucht ihr auch, den Neuzugang zu finden? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Zumindest nicht aktiv. Ich halte aber vorsichtshalber die Augen offen. Weil du denkst, das könnte gefährlich werden? Oh? Da wisst ihr wohl mehr über diesen neuen Spieler als ich? Nein, ich halte nur die Augen offen, weil ich neugierig bin. Du willst dein Team also nicht erweitern? Nicht wirklich. Die Warrior Beauties sind schon eine Weile ein super Team. Ich will das Team nicht mit einem neuen Mitglied aus dem Gleichgewicht bringen. Da ist was dran. Es ist eine Sache, jemanden aufzunehmen, den man kennt, aber einen völlig Fremden ins Boot zu holen, ist riskant. Desne. Stimmt, lieber kein Risiko eingehen. Nicht unbedingt, ihr zwei seid allein, das ist an sich schon ein Risiko. Ein neuer Teamkollege könnte sich letztendlich aufzahlen. Das habe ich auch gesagt. Ich finde, wir sollten diesen neuen Spieler ins Team holen, aber jemand sieht das anders. Dann hoffen wir, dass dieser jemand seine Meinung ändert. Aber was ist mit der Mission? Nichts, ja, das wirft uns heute zurück, aber mit unseren neuen Verbündeten sind wir morgen wieder oben auf. Wie können wir wieder oben auf sein, wenn wir nie oben waren? Ach, Fred. Wo wir gerade von eurem zukünftigen Teammitglied sprechen, verrate ich euch was. Ein kleiner Reaper hat mir geswitchert, dass der neue Spieler eine monströse Pinsammlung hat. Monströs? Hoho. Anscheinend schon. Vielleicht ist der neue Spieler gar nicht so neu. Tut mir leid, dass ich euch nicht mehr helfen kann, Jungs. Aber ihr schafft das schon. Ciao. Also, weißt du, diese Canon ist echt nett. Ich werde sie stolz machen. Für welches Team spielt er denn? Hast du gehört, Rimbro? Canon meinte, der neue Spieler ist ein richtiger Enthusiast. Er oder sie könnte dem Team echt nützlich werden. Oh. Komm, gehen wir rüber zu Center Guy. Hör mal, Sherlock. Was, wenn du nicht recht hast? Was, wenn wir den Spieler nicht finden? Suchen wir dann morgen weiter? Machen wir doch erst Pläne für morgen, wenn heute vorbei ist. Wenn wir den Spieler heute schon finden, haben wir morgen eine Sorge weniger. Ja, aber... Kain, aber hast du gehört, was Kennen gesagt hat? Es ist zu riskant, nur zu zweit unterwegs zu sein. Und wenn dieser mysteriöse Spieler einen Haufen Pins hat, ist er oder sie sicher mega erfahren. Wenn Canon findet, wir sollten ihn oder sie aufnehmen, dann finde ich das auch. Hoffentlich findet Canon nicht mal, dass du von der Brücke springen sollst. Ach ja, Fred. Fred. Pins verkaufen. Wieso Pins verkaufen? Ich konnte das gerade nicht so schnell lesen. Untersuchen. Rindo. Hey, Rimbro. Ich habe nachgedacht. Wie sollen wir Klamotten kaufen, wenn uns in RG niemand sehen kann? Oh, guter Gedanke. Hab langsam das Gefühl, wir sind total geliefert. Warum so traurige Gesichter, Jungs? Huch, oh hey, Kai. Mir ist aufgefallen, dass ich euch nicht erklärt habe, wie man in UG Handel treibt. Sagt man das so? Seht ihr diesen Sticker hier? Okay. Oh ja, Tatsache. Wäre mir nie aufgefallen. Alle Läden mit diesem Sticker sind für Spieler und Leute aus dem RG. Hervorragend, nicht wahr? Auf jeden, das macht die Sache viel einfacher. Freut mich, das zu hören. Aber jetzt muss ich mich verabschieden. Viel Glück, Jungs. Das war nett von ihm. Ich durchschaue den Typen einfach nicht. Ich auch nicht, trotz meiner Adleraugen. Aber immerhin können wir jetzt shoppen bis zum Umfallen. Gehen wir rüber zu Jolly Beckott. So, shoppen bis zum Umfallen. Nähere dich an. Okay. Ich bin mega gespannt, ob man das sieht, wenn wir uns ein Oberteil holen oder so. Jolly, okay, das muss das hier sein. Was, so teuer? Das ist ja mega teuer. Wir haben nur 1000 Yen. Ja, super. Wir können uns das doch gar nicht leisten. Wir können verkaufen. Was ist das denn hier? Lässt sich für 1000 Yen verkaufen? 50 Yen. Okay.
denke nicht, dass wir das brauchen. Das können wir auch verkaufen. Sind das Kräfte? Nein, das sind keine Kräfte. Ah, das können wir auch verkaufen. Weg damit. Was gibt's denn hier noch? Was ist das hier? Metorschlag? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich verkaufe lieber nichts mehr. Was ist das hier? Nö. Ich lasse einfach mal. Vielleicht könnte ich das ja noch gebrauchen. Was ist denn das hier? Okay, wir brauchen aber ein Klamottenstück. Also ich hätte ja gerne die Hose gehabt, aber dann holen wir eben das. So. Okay. Was stand da? Klamotten? Ah, jetzt. Ach so, nein. Ich werde einfach nur stärker. Mein Angriff wurde auf 2 erhöht und Verteidigung auf 6. Ach so, okay, ja, man sieht das nicht. Das Outfit ist komplett. Achtung, Santa Guy, wir kommen. Ah. Alter, bei diesem Hashiko-Café geht's ja richtig ab. Ich habe gerade gehört, wie jemand wegen diesem Promo-Menü ausgeflippt ist. Es ist fast ausverkauft. Nur für kurze Zeit, hin oder her, ob sich die Warterei in der Riesenschlange echt lohnt? Wohl eher nicht. Schauen wir doch mal. Die reden alle von Gutschein. Ein Gutschein? Wofür? Spielt das eine Rolle? Komm, wir lassen nicht unversucht, oder? Das Spezialmenü scheint eine Werbeaktion für ein Spiel zu sein oder so. Die Leute kommen her, um sich einen Gutschein zu holen und Fanartikel abzustauben. Und es ist fast ausverkauft. Erstklassige Detektivarbeit, Kumpel. Da haben wir Zeit gespart. Dann war der Gutschein wohl doch nicht wichtig. Ach nee, hätte das mal jemand gesagt. Eine neue Nachricht. Oh, wir haben Mail. Hey, ein neuer Stadtteil ist offen. Kommen wohl alle gut voran mit der Mission. Alle außer uns. No, keine Panik, Kumpel. Wir holen uns morgen Punkte. Verschreiß bloß nicht. Pfff, du weißt doch, kommt es hart auf hart, ist Fred am Start. Jetzt komm in die Puschen. Okay, ich hoffe, du hast recht, Fred. Ich hoffe, du hast recht. So, dann wollen wir mal wieder zurück zu unserem Reaper, der uns ständig irgendeine Mission gibt, damit wir da durch können. Sag mal, Kumpel, knurrt dir nicht auch der Magen? Jetzt, wo du sagst, ein bisschen Hunger hätte ich schon. Ich habe so Kohldampf, ich könnte einen Wal verputzen. Okay, wieso nicht? Guck mal da, der Laden hat so einen Sticker, den wir da essen. Nichts dagegen. Okay, ich hoffe, wir haben genug Geld. Essen sättigt das Team. Sobald die maximale Sättigung erreicht ist, kriegen sie kein bisschen mehr runter. Nach einem Kampf haben sie aber wieder Kohldampf. Hinweis, in einem Restaurant müssen alle Teammitglieder etwas bestellen. Was? Also, wir haben nur 550 Yen. Können wir eine Essenspause einlegen? Hallo! Puh, beim Stufenaufstieg erhöhen sich nur die LP durch Restaurantsbesuche. Erhöhst du deine Werte dauerhaft? Die Werte erhöhen sich stärker, wenn ihr Lieblingsessen zu sich nehmen. Woher weiß ich das denn, dass das ihr Lieblingsessen ist? Okay, Heldenhamburger. Also das reicht, glaube ich, unser Geld reicht nur fürs, warte mal, 470, 90, ich glaube, das könnte hinhauen. Nein, ich kann keine Mathe. Ich kann keine Mathe. Nein, weg damit. Okay, ich würde sagen, für Fred holen wir mal dies hier und für mich holen wir... So, bestellen. Alle Kunden. Ach, für ihn auch noch. Mein, das Geld reicht doch gar nicht aus. Dann müssen wir für uns alle Getränke. Warte, 400. Ja, mein Geld reicht doch gar nicht aus. Das ist ja mal komplett hier. Tschüss. Ja, tut mir leid. Aber vielleicht kann ich hier noch was verkaufen. Moment mal. So, vielleicht kann ich noch was verkaufen. Verkaufen. 55 Schaden, also das macht echt nicht viel Schaden. Das kann weg. Was, 790 Yen haben wir bekommen? Wie teuer war denn das? So, jetzt müssen wir es aber hinhauen. So, jetzt können wir was essen.
So, wie sieht's jetzt aus? Hallo! So, ich würde sagen 200, 400, 500, 600. Nein, das reicht nicht aus. Aber mit einem Getränk, glaube ich. Warte, vielleicht bekommt von mir das. Juice, Superhelden-Limo. Jetzt bekommst du das und ich bekomme dies hier. So, jetzt müsste es doch hinhauen. Und im Moment, du bekommst von mir auch ein Biss. So, okay, bestellen. Bestätigung. Oh, nice. Okay, das reicht. Also das wird ziemlich teuer, wenn wir dann auch noch zu viert sind, wenn wir noch ein Teammitglied dazu haben. So viel Geld, wie soll ich das dann alles auftreiben? Ha, nicht schlecht. Modellkarriere liegt sicher nicht vor dir, aber Julie B. weiß den Versuch bestimmt zu schätzen. Ziel erfüllt, Mauer geöffnet. Die Aufgabe war ja ziemlich spezifisch. Bestimmt kriegt er eine Provision. Er hätte uns ruhig was abgeben können. Ja, vor allem, das war ja letztlich für 5000 Yen, was? 5000 Yen verkaufen! Okay, das machen wir noch nicht. Alles gut, 5000 Yen. Santa Guy. So, wir haben es geschafft. Zeit, unseren Pintosiasten aufzuspüren. Sollen wir erstmal die Gegend scannen? Vielleicht weiß einer von den Leuten hier was über den neuen Spieler. Aber woher wissen wir, dass die unseren Spieler meinen? Wir wissen doch nur, dass er oder sie viele Pins hat. Du machst dir so viele Gedanken, Rimbro. Wie gesagt, wir überlassen denen das Denken. Wir lehnen uns entspannt zurück und scannen. Okay. Die Center Guy nach Infos über den neuen Spieler absuchen. Also, sehen wir uns mal an, was die Massen beschäftigt. Bereite Superhirn aktivieren. Geht das auch subtiler? Echt jetzt? Alter, mal sehen. Was ist denn hier los? Fred, da kommt was. Oh oh. Kämpfen, kämpfen. Kein Problem. Oh, Quallen. Dann mal los. Okay, ich bin ein bisschen aus der Übung, weil ist jetzt ein paar Wochen her. Sieht das Ding? So, let's go. Attacke Fred! Und jetzt du, Rainbow! Rainbow. So, die tun sich mal ein bisschen auf. Und die machen weiter. So, ein Herd hätten wir schon. Oh, ich liebe es von Fred, die Kraft. Sieht irgendwie so cool aus. Bam! Ah, das ging schnell. Wir waren richtig gut. Oh je. Das war knapp. Wäre weniger knapp gewesen, wenn wir mehr Leute hätten. Ja, ja. Fred. Oh, yes, wir haben Sachen für 6000 Yen können wir verkaufen. Was jetzt? Die Center Guy nach Infos über den neuen Spieler absuchen. Okay. Wie machen wir das? Nein, von da aus sind wir gekommen. Vielleicht hier längs. Bershka. Ich dachte schon, da steht Bershka. Okay. Ah, hier ist doch was Rotes. Untersuchen? Wer bist du? Rimbro? Ich kann diese Leute nicht scannen. Oh. Vielleicht sind die ja auch Spieler. Sie haben die gleichen Pins wie wir. So da.
damit wäre deine Theorie bewiesen. Was die wohl hier wollen? Vielleicht suchen sie nach Hinweisen für die Mission. Warum überprüfen sie dann alle Passanten? Moment. Masaka. Glaubst du, die suchen auch nach dem neuen Spieler? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Was meint ihr? Reduzieren wir sie auf null, bevor sie expandieren? So. Oh, wow, was? Nein, ich will nicht gegen sie kämpfen. Hey, seht mal, jetzt gehen sie, wo sie jetzt wohl hinwollen. Lindo. Ich habe gerade Gegend gescannt und gehört, dass es bei Tokyo Hands diese limitierten Pins gibt. Vielleicht will der Spieler dahin und sich welche holen. Tokyo Hands ist direkt hinter der Center Guy, oder? Yep, genau vor der Tipsy Toast Hall. Das ist ganz in der Nähe und der Bereich ist jetzt offen. Worauf warten wir dann noch? Auf geht's! Warte. Und wenn wir dem anderen Team begegnen, was machen wir dann? Ha, dann zeigen wir ihnen, was wir mit dem Müll machen. Knirsch. Hab befürchtet, dass er das sagt. Okay, Mann, ich will unbedingt rausfinden, wer dieser Konferenz. Wir lernen jemanden, das ist doch aufregend. Ach ja. Oh, das geht so schnell vorbei. Kann ich das irgendwie nicht irgendwie ändern? So, bei Tokyo Hands, die Nähe des Tipsy Toast Hall vorbeischauen. Okay. Rein da. Da war eine Menge los. Meinst du, denen gehen die Pins aus? Ich hoffe, dass sie mindestens einen Pin pro verteilten Gutschein haben. Hier wimmelt es ja nur noch von Pinsammlern. Wird nicht einfach, diesen Spieler zu finden, falls wir ihn oder sie finden. Oh ja, falls wir ihn oder sie finden. Weiter geht's. Ich frage mich, ob die alle für diesen Pin anstehen. Oh, tun sie, wenn man diesem Schild glaubt. Mann, das müssen ja so um die 1000 Leute sein. Die stehen alle Schlange für einen. Was steht da? Pin von Elegant Strategy? Hast du schon mal davon gehört? Nee, aber muss wohl ziemlich beliebt sein. Und siehst du den neuen Spieler irgendwo? Huch, ach ja, ganz vergessen, warum wir hier sind. Machen wir uns auf die Suche, Rimbro. Okay. Was ist denn hier los? Puh, das war knapp. Später wäre zu spät gewesen. Aber echt, zum Glück haben wir uns rechtzeitig beim Kaffee angestellt. Ja, oder? So clever von uns. Oh, anscheinend sind alle Pins weg. Ich frage mich, ob dieser Spieler noch einen gekriegt hat. Hoch. Wer ist das denn? Hast du was gehört? Ja, und es wird lauter. Was ist das? Wer redet da? Ach, wir sind zusammengestoßen. Wie kann das sein? Moment, du bist das? Alter, denkst du, sie ist... Willst du dich an mein Leid ergötzen? Hm? Was? Nein. Dieses Mal bin ich vorbereitet. Du bezahlst für mein Unglück. Wo? Mata. Tanin no kokoro no naka haitte kite shimatta. え?心の中?今日は全てがうまくいかない。知らない奴なんてめんどくさい。君はそれでわよ邪魔したのか?なんだ?誰が喋ってるんだ?南本さんだけでも嫌ってほど気を使ってんの。 これ以上どうやって気を使えてんだよ。なんて言い草だ。わいが君に何をした?勝手な人の趣味を邪魔して、わいを追いかけ回し。レガストバッジを手に入れそびれたわいをバカにして。
何これ、しかもこの人なんか勘違いを。いや、それより何より、エレガントストラテジー、ペガストをバカにして。何かあったらフレットのせいだわ。南本さんも適当なこと言って、さらにそれらは全て人のせいだと。違う、俺はずっと気が乗らなかった。悪い状況になっても俺のせいじゃない。もうそんな声聞きたくないんだ。何が死神ゲームだ。星マイナス200でござる。史上最低評価をつけてしまうわい。かっこいい。反撃だ。え？頭が痛え。ダメだ、意識が。死なないよな。嫌だ、こんな。これあの時と同じってことは、運命が変えられる。確かあの子、バチを欲しがってた。エレガントストラテジー、そのグッズがあれば。ん？Ich bin besorgen für sie. Hochzeitsprünge mit Rindo. Rindo kann durch die Zeit reisen und somit zu bestimmten Punkten in der Vergangenheit zurückkehren. Deine Taten und die erlangten Informationen beeinflussen die Zeitpunkte, zu denen du zurückkehren kannst. Beachte aber, dass einige Gegenden nicht zugänglich sind, wenn du in der Zeit zurückgereist. Ich kann zurück und die Vergangenheit ändern. Okay, Leute, ich würde sagen, ich beende das Ganze hier. Falls euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Würde mich freuen. Und sonst hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.